HDD Zilia Olympia Ljubljana ist auf direkten Playoff-Kurs. Einen Ausrutscher dürfen sie sich aber auf keinen Fall leisten. Schon gar nicht gegen den direkten Verfolger EC Rekordfenster VSV. Showdown also am Tivoli in einem echten 4-Punkte-Spiel. Wir sind in der vierten Spielminute. Powerplay für die grünen Drachen. Und da steht es auch schon 1:0. Brad Cole ist der Torschütze. Drittes Saisontor für den kanadischen Verteidiger. Sehenswert, wie er hier die Scheibe ins Tor von Bernhard Starkbaum schlänzt. Viel Verkehr vor dem Tor und der Puck passt genau. Die Adler suchen gleich nach der richtigen Antwort. Mario Altmann bekommt den Zuckerpass. Aber Jean-Philippe Lamoureux bleibt in dieser Szene Sieger. Und in dieser Tonart geht es gleich weiter. Thomas Raschinger. Super bedient in der Szene von Craig Weller. Das hätte wohl der Ausgleich sein müssen. Die Adler sind ganz klar die aktivere Mannschaft. Mit dem Tor will es noch nicht so recht klappen. Mike Craig probiert es einmal. Aber auch er kann Lamoureux nicht überwinden. Ljubljana hatte bisher eine Chance. Und erzielte auch das einzige Tor. Ins zweite Drittel starten die grünen Drachen furios. Starkbaum mit all seiner Klasse kann hier den nächsten Gegentreffer verhindern. Wir sind in der 27. Minute. Justin Taylor an der Bande. Er bedient Aleš Mušić. Und da steht es 2:0 für Ljubljana. Da kann sich der grüne Drache bei seinem Mannschaftskollegen Justin Taylor bedanken. Er holt sich hier den Check-up und Mušić stochert die Scheibe über die Linie. Nur eine Minute später, Powerplay für die Gastgeber. Wieder ist es das Duo Mušić und Taylor. Diesmal heißt der Torschütze Justin Taylor. Sein 13. Saisontor. Zuerst der Schuss aus Spitzenwinkel. Starkbaum kann die Scheibe nicht festhalten. Und Justin Taylor begreift die Situation als erster und schiebt die Scheibe über die Linie. Jetzt haben die grünen Drachen so richtig Spaß. Der Varic vollendet. Sein erster Saisontreffer nach toller Vorarbeit von Matej Hočeva. Pech für Bernhard Starkbaum. Er kann den ersten Schuss noch parieren, aber die Scheibe fällt dem Slowenen genau auf die Schaufel. Ja, die Villacher haben in diesem Abschnitt kaum Akzente setzen können. In Minute 36 die erste nennenswerte Aktion. Patrick probiert's, aber kein Problem für Lamoureux. 4:0 nach zwei Dritteln. Die 2000 Fans am Tivoli sind mehr als zufrieden. Den Villachern bleiben also nur noch 20 Minuten, um hier das Unmögliche möglich zu machen. Und sie verschärfen auch ganz deutlich die Gangart. Shane Toporowski probiert. Aber wieder ist Lamoureux auf dem Posten. Es sieht nach einer Schlappe für die Adler aus. Die Villacher versuchen es einfach mit unlauteren Mitteln. Die Weitschüsse bringen Lamoureux kaum in Bedrängnis. Schließlich gelingt dem VSV noch der Ehrentreffer. Roland Kaspitz bedient Andreas Wiedergut. Und der junge Österreicher erzielt sein drittes Saisontor. Aber Ljubljana holt sich wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs und behauptet mit diesem Sieg den 6. Platz. Für die Adler wird es ganz schwer im Kampf um die Playoff-Qualifikation. Ja, ich bin nie zufrieden, wenn wir verlieren, ehrlich gesagt. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, Punkte zu holen. Und wie gesagt, schon wieder so viele Chancen vergeben und nicht ausgenutzt. Und Laibach war mehr effizient heute und das war der Unterschied. Beide Teams brauchten die Punkte ganz dringend. VSV spielte sehr diszipliniert, obwohl sie verloren haben. Ich muss der Mannschaft wirklich ein Kompliment aussprechen. Wir waren heute den Tick aggressiver und am gesamten Spielfeld einfach präsenter. Natürlich haben wir auch die Tore
einfach zur richtigen Zeit geschossen. We have players who put puck in the net in the right time.